Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 524. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Ciao, ciao, ciao. Und die Patricia. Hello. Hello. Ja, wir wollen über Fußball reden und wie sehr sich Basti mit der aktuellen Stürmersituation abgefunden hat. Bevor wir dazu kommen, aber natürlich ganz klassisch, wie wir das immer am Anfang einer Folge haben, die Hausmitteilung. Weil, wie ihr vielleicht noch nicht wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns unterstützen. Und zwar dabei, dass wir dieses wunderbare Projekt mit diesem Podcast hier Woche für Woche fortführen können. Und was ihr dazu tun müsst, findet ihr auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine Supportseite. Und den Weg dahin hat unter anderem der Michael gefunden. Der ist nämlich ein neuer Supporter. Von daher vielen Dank stellvertretend an Michael. Und wenn der Rest sich das noch anguckt, dann wird das vielleicht ganz großartig. Mindestens so großartig wie das 1:1 in dieser Saison. Basti, hilf mir, was ist das 3. oder das 4.? Das 3. 1:1, glaube ich, ne? Das 3. Mainz, Köln und Bochum. Genau. Also wir Eintracht Frankfurt weiterhin ungeschlagen. Nur irgendwie mit dem Siegen klappt es nicht so richtig. Wie zufrieden bist du mit der Situation, Basti? Gar nicht, ehrlich gesagt. Warum? Erkläre dich. Ja, weil meiner Meinung nach wir unglaublich schwache Gegner hatten. Ja. Was die Gegner in anderen Spielen auch gezeigt haben. Also die haben sehr, sehr viele Gegentore kassiert, außer gegen uns. Die Eintracht hat in jedem Spiel nur ein Tor geschossen, was zu wenig ist. Und hinterlässt große Fragezeichen, wie das wird gegen stärkere Gegner. Ich weiß, dass wir es immer wieder geschafft haben, dann gerade gegen stärkere Gegner auch mit ein bisschen mehr Platz dann auch selber besser zu spielen. Also ich glaube, die Problematik ist keine neue. Das kann man jetzt nicht nur auf die Stürmer-Thematik schieben, dass das so ist und sagen, dass das mit dem Stürmer geklappt hätte, das sage ich nicht. Die Problematik besteht ja schon länger, dass wir uns gegen solche Teams irgendwie schwerer tun als mit anderen Teams. Und ich bin ein bisschen ratlos, weil eigentlich hatte ich ja auch, glaube ich, in der letzten Sendung, wo ich hier dabei war, gesagt, so für mich ist Bochum so ein Saisonstart und es ist jetzt alles egal und bam, 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 bam. Und irgendwie muss jetzt dann Euphorie reinkommen. Die ist bei mir noch nicht da. Ja. Sondern bei mir bleiben weiter große Fragezeichen. Und ich weiß zumindest, dass das größte Fragezeichen bei mir auch nicht mehr aufgelöst wird. Und die weiteren Fragezeichen sind nicht nur negativ, sondern da sind auch welche dabei, wo ich mir positive Entwicklungen vorstellen kann. Aber aktuell ist es noch so, dass ich, wie gesagt, die Situation nicht gut bewerten kann, weil ich viele Sachen nicht verstehe. Dabei bleibe ich auch. Ja. Patricia, wie sieht's bei dir aus? Es fühlt sich ein bisschen an wie immer, ehrlich gesagt. Also diese Unentschieden-Serie zum Auftakt der Saison ist irgendwie wie immer. Es ist auch wie immer, dass du dich gegen vermeintlich schwächere Gegner enorm schwer tust, vor allem was die Offensive angeht. Und wenn wir jetzt mal die Kolo-Zeit ausklammern, dann ist es auch wie immer, dass man sich fragt, wer soll die Tore machen? Haben wir überhaupt so diesen Top-Stürmer im Kader oder nicht? Ja, also es erinnert mich an sehr viele Situationen, die wir schon hatten in der Vergangenheit oder auch in der jüngeren Vergangenheit. Und deswegen ist es irgendwie gefühlt nichts Neues, auch dieser Riesenumbruch, dass du einen neuen Trainer hast, dass dir irgendwie mehrere Leistungsträger auf einmal im Sommer weggebrochen sind, dass du junge Spieler ranführen musst, dass aber auch wiederum einige der jungen Spieler, die in der vergangenen Saison schon rangeführt wurden, jetzt so ihren nächsten Step machen. So. Also irgendwie kommt alles zusammen, was in den vergangenen Saisons auch schon da war. Also wir sind nicht ganz unerfahren mit der Situation, glaube ich. Ja, ist richtig, gebe ich euch komplett recht. Und trotzdem hatte man, oder hatte ich zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es anders wird. Also ich muss sagen, dieses Spiel am Samstag gegen Bochum hat mich unwahrscheinlich aufgeregt. Wohl wissend, dass das diese von dir gerade eben beschriebene Umbruchssaison ist, Patricia, dass du einfach wahnsinnig junge Spieler hast und da sind echt ein paar Granaten dabei, wo ich mich super drauf freue, wenn die auf dem Platz stehen. Aber wenn du halt schon auch sagen musst, da sind gestandene Bundesligaspieler dabei und du spielst halt gegen so einen Gegner wie Bochum und die, die halt mit Abstand irgendwie jetzt mal am ehesten dir im Gedächtnis geblieben sind, gerade auch was so, ja, wie soll ich es beschreiben? Spielmotivation,
Ideen und so weiter angehen, ist ein Ebimbe und ein 19-jähriger Larsson, dann ist das schon auch irgendwie so ein bisschen, ach, es ärgert mich jetzt schon wieder, wenn ich drüber rede. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich jetzt mich schon genug ausgekotzt, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen ruhiger bin, wenn es hier Dienstag ist und in dem Format hier. Ja. Weil hier geht es ausschließlich um die Eintracht und hier hat man ein bisschen Zeit und es ist nicht so nah am Spiel. Deswegen, ich sehe schon, dass da viel richtig auch läuft und dass die Eintracht Dinge auch nicht zu verantworten hat, dass die Moani verkaufen musste, dass man eventuell dann halt nicht vorbereitet war. Das ist jetzt so, wie es ist. Ja. Und dass du vielleicht diese Hinrunde so ein bisschen betrachten kannst, wie wir müssen jetzt halt lernen, mit Gewichten zu joggen. So ist, glaube ich, momentan mein Bild, was ich probiere, mir positiv ins ja, so als Mindset zu geben. Verstehe. Dass du das Gefühl hast, das ist jetzt eine Hinrunde, wo du mit Gewichten joggst, damit du dann in der Rückrunde ohne Gewichte dann das Gefühl hast, so krass, ich kann es auch wirklich auf Vollspeed machen, weil wenn du es wirklich schaffst, in der Konstellation ein Mittel zu finden, diese Spiele zu gewinnen, wie sie hatten, und du hättest sie auch gewinnen können, wenn wir bessere Schiedsrichter gehabt hätten, und dann kommt irgendwann noch dieser Mittelstürmer oder vielleicht sogar zwei, die kommen dann irgendwann mal dazu, dann kann es ja dann richtig explodieren und dann hast du halt trotzdem im Nachhinein alles richtig gemacht. Dieses Szenario steht ja auch noch. Aber ich bin da bei dir, dass das halt auch noch in alle Richtungen gehen kann, weil wenn du dir die Hinrunde jetzt versaust und einen negativen Flow kommst, weil du halt, wie gesagt, vorne keine ideale Situation hast, dann wird es halt auch umso schwerer, da wieder rauszukommen und ja, noch ist alles möglich. Und ich habe trotzdem ein anderes Gefühl als sonst, weil ich beobachte es bei mir. Ich war normalerweise immer geduldig. Also ich habe immer gesagt, klar, ich will einen Stürmer, haha. Aber ich habe dann, wenn andere schon Panik gemacht haben, immer gesagt, Leute, chillt mal und da gibt es auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe immer Glasner verteidigt. Ich habe die Idee, die er hatte, verstanden und es gab auch kleine Fehler, die gemacht wurden, aber prinzipiell war das ja die letzten Jahre richtig überkrass. Aber dieses Mal, wahrscheinlich ist es aber auch das, warum, was Patrizia von erwähnt hat, dass es schon wieder so ist. So dieses Jahr zu überstehen, wo wir dann natürlich die Euroleague gewonnen haben, ohne Stürmer, überdeckt natürlich vieles, weil auch da habe ich schon immer Stürmer gefordert. Wir erinnern uns, ja. Ja, und am Ende ist es jetzt schon wieder so und das verstehe ich halt nicht, weil ich glaube, dass ich viel Verständnis habe, wenn man sagt, okay, Alario wurde gekauft und das hat dem Trainer nicht gepasst oder Alario hat irgendwie defensiv da nicht so gearbeitet, wie Glaser das wollte. Deswegen stellt er ihn nicht und hat das dann auch damals in Bochum ausprobiert mit Boré und Alario hat nicht funktioniert und er war dann sehr stur und hat es nie wieder ausprobiert. Ich glaube, dass ich dann in solchen Situationen, wenn es irgendwie zumindest probiert wurde, da ein bisschen mehr Verständnis habe, als jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, wir spielen schon wieder so ein, ja, teilweise gefälliges, anspruchsvolles System und auch tatsächlich ach, ab und zu anspruchsvolle Spielstaffetten. Aber dass die Aussage immer noch gilt, die Eintracht muss unglaublich viel Aufwand betreiben, um zu Chancen zu kommen. Ja, die gilt mir ehrlich gesagt jetzt schon zu lange. So, das kann, ist mal ein Jahr von mir aus, aber gefühlt ist das jetzt schon sehr, sehr lange. Und auch in den erfolgreichen Zeiten haben wir wirklich dann oft durch gute Chancenverwertung das wettgemacht oder dass wir dann wirklich irgendwann Moani hatten, der auch teilweise Spiel allein entschieden hat, obwohl nicht viel zusammenlief. Und das Problem war ja nie weg. So, ich habe das Gefühl, Eintracht Frankfurt ist trotzdem ein Verein, der in den letzten Jahren merkwürdig viel Aufwand betreiben muss, um zu Chancen zu kommen. Und das ist halt ärgerlich, weil es halt auch noch andere Möglichkeiten gäbe, die einfach nicht zum Tragen kommen. Standardsituationen sind nicht verbessert. Du gewinnst die Spiele nicht dreckig. Du hast nicht irgendwie mal so einen Mittelstürmer drin, der dir halt dann einfach auch mal einen unverdienten Sieg holt, weil er irgendwie einen reinköpft. Das ist alles nicht da. Das heißt, die Eintracht geht ihren Weg weiter. Das muss man ihr schon zugutehalten. Aber irgendwann muss das auch mal knallen, so, weil ich habe das Gefühl, klar, auf einem ganz anderen Niveau, bei Bayern hast du es auch gesehen, die haben dieses eine Jahr, da war ja Topmüller auch Co-Trainer, probiert mit Sadio Mané als Mittelstürmer zu spielen, haben dann auch gemerkt, Lewandowski war eigentlich schon ganz geil und jetzt holen wir uns Harry Kane und ich glaube halt, dass die Eintracht das auch irgendwann merken wird und es ist halt schade, weil ich bleib dabei, den Moani-Transfer kritisiere ich überhaupt nicht, für mich war der auch kein Mittelstürmer und es wäre schön zu wissen, dass die Eintracht zumindest einen hätte, um ab und zu mal irgendwie einen Stürmer zu haben, der vielleicht über 1,88 ist und mal ein Kopfballtor machen kann. Weil am Ende sind es halt auch einfache Mittel, die zum Erfolg führen. Ich meine, erinnern wir uns an Kostic und Silva. Wie oft hat Kostic reingeflankt und Silva stand einfach da. Ja, der hat halt einfach das heißt ja nicht, dass ich den Kopf hingehalten. Das heißt ja nicht, dass ich nur so spielen will, aber ich hätte es zumindest gerne als Möglichkeit. Ja, du brauchst und irgendwie gefühlt haben wir das lange nicht. Genau, du brauchst dich halt einer Möglichkeit auch mal so ein Spiel, wo dir halt
sonst wenig gelingt, trotzdem für dich zu entscheiden. Aber das ist ja jetzt auch etwas, dieses Thema mit den Standardsituationen, was wir jetzt ja auch schon seit, wie lange gibt es uns, 12 Jahren? 13 Jahren kritisiert. Das hat sich ja nie verändert. Standards war immer so ein großes Thema. Ja. Ja. Wobei man ja schon auch sagen muss, es ist ja jetzt gegen Bochum, und das war vielleicht auch falsch von mir eingeleitet, ist ja jetzt nicht alles schlecht gelaufen. Wir hatten ja durchaus Möglichkeiten. Wir hätten ja vielleicht sogar fast nach einer Ecke ein Tor gemacht. Es war halt die Ecke für Bochum und wir haben halt den Konter gut ausgespielt. Leider hat dann, vielleicht war der Winkel für Nils Nkunku da jetzt nicht mehr so ganz optimal. Aber es gab ja auch gute Situationen gegen Bochum, wo man ja durchaus auch sehen kann, wenn wir das jetzt einfach durchhalten und den Spielern die Möglichkeit geben, dass da durchaus was entstehen kann, oder Patricia? Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es auch noch nicht alles schwarz. Ich glaube auch, dass da Potenzial ist. Beziehungsweise ich glaube es nicht, sondern man sieht es ja. Da sind so viele talentierte Spieler auch auf dem Platz, auf der Bank sogar. Also in der Breite haben wir jetzt auch mittlerweile einen Kader, wo du Optionen auf der Bank hast, die helfen können. Und das zeigt sich ja auch. Also man erspielt sich ja schon Möglichkeiten. Das ist irgendwie auch so ein Ding, was mich an vergangene Saisons erinnert. Man erspielt sich Möglichkeiten und es fehlt so dieser letzte, ja, die letzte Konsequenz, dass du es dann auch im Tor unterbringst, was natürlich unpraktisch ist, aber wie ich es damals gehandhabt habe, handhabe ich es auch jetzt. Ich werde diese Geduld haben müssen und hoffen, dass da irgendwie dann der Knoten platzt oder dass es irgendwie funktioniert, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Glück im Abschluss hat, vielleicht noch zwingender sich die Chancen erarbeitet und dann halt eiskalt vorm Tor ist, auch wenn wir eben nicht diesen Mittelstürmer haben. Aber ich glaube schon, dass wir Spieler im Kader haben, die potenziell wissen, wo das Tor steht und Tore schießen können. Das sind nicht nur Marmoush und Ngankam, von denen ich jetzt mal als erstes ausgehen würde, dass die Tore hauptsächlich machen sollen. Wir sehen es ja immer wieder auch in Ebimbe oder Nkunku hat jetzt auch schon ein Tor gemacht, so, wir haben ja die Spieler. Von daher bin ich da noch einigermaßen gelassen, auch wenn es jetzt nicht die optimale Situation ist, das können wir uns jetzt nicht einreden, aber klar, die Ansätze sind da und gleichzeitig muss ich sagen, klar, das waren jetzt auch eher schwächere Gegner, aber bisher steht auch die Abwehr gut, also das ist auch so ein weiterer Punkt, wo ich sage, das läuft vielleicht auch schon ein bisschen besser als zuletzt, wo wir ja immer mal so ein bisschen gehadert hatten mit der Abwehr und mit den Gegentoren, die wir kassiert haben. Ich finde, das ist bisher, unter Vorbehalt natürlich, eigentlich ziemlich ordentlich, was da hinten zusammensteht. Ja, ich glaube, wir müssen auch wirklich dann festhalten, dass das ein großer Umbruch ist. Ich glaube, die Eintracht hat 16 neue Spieler geholt, wenn ich es richtig irgendwie im Gedächtnis habe. Und ja, was diesen Master-Abfuck mit PSG gab, der nicht nur deine Schuld ist, sondern wo PSG einfach auch richtig ekelhaft sich verhalten hat, was das betrifft, weil die halt auch genau wussten, wir können jetzt keinen mehr holen. Und ja, also ein bisschen du auch das Gefühl hast, sie haben es extra gemacht, um da irgendwie nochmal ihre Macht zu demonstrieren, was einfach völlig unnötig ist. So. Und dadurch sind wir jetzt halt in dieser Situation, wo die Eintracht wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Vernunft das machen muss, auch wenn sie weiß, dass es nicht optimal ist. Ich glaube, das ist jetzt auch ausführlichst besprochen. Aber dann musst du halt aus dieser Not eine Tugend machen. Ich zahle die 3 Euro gleich gerne, René, schick's mir dann PayPal. Ja. Und musst das halt, wie Patricia es bei Fußball 2000 schon gesagt hat, auch auf mehrere Schultern verteilen, dass du halt sagst, okay, du machst halt da vielleicht einen Vorteil draus, dass der Gegner dich nicht mehr ausrechnen kann, weil die nicht wissen, wer hier die Tore macht. Mhm. Wenn du halt irgendwie nicht einen hast, der 20 Tore macht, dann brauchst du halt 4, die 5 Tore machen. Und ja, da hätte ich auch gern den Top-Stürmer, ne? So ist es nicht. Ich hätte auch gern den Stürmer, der vorne alles wegbombt. Aber wenn wir den jetzt nicht haben, dann muss es andere Lösungen geben. Und ich glaube, die gibt's. Es gibt Teams, die spielen ohne Mittelstürmer und das funktioniert teilweise auch. Von daher, go for it. Ihr müsst jetzt ja, du musst ja das Beste draus machen. Es hilft ja alles nichts. Ja, und ich glaube auch, dass das, was ich vorhin gesagt habe mit den Gewichten joggen, dann wirklich vielleicht dazu führt, dass man irgendwann beides hat. Dass du vielleicht einfach sagst, okay, wir haben jetzt keinen Mittelstürmer. Da müssen wir dann variabel gefährlich werden. Das heißt, jeder schießt irgendwie mal so ein paar Tore auch aus dem Mittelfeld raus und von den Außen und vielleicht auch mal ein Verteidiger nach einer Standardsituation. Dann hast du vielleicht dann eben hier eine Standardsituation. Das heißt, du kannst dir vielleicht jetzt in dieser Hinrunde ein Instrumentarium draufballern, wo du es halt schaffst, nicht von einem Stürmer abhängig zu sein.
und holst dann trotzdem irgendwann noch einen Stürmer, dass du halt dann irgendwann alle Möglichkeiten hast. Weil das wäre ja der Idealzustand, dass du das Gefühl hast, okay, wenn es mal nicht läuft, läufst du gleich mehr über den Standard. Wenn der Stürmer in Form ist und alles normal läuft, ballert er die Tore rein. Du hast aber auch eine zweite Reihe, die auch Tore schießen kann. Also da muss man halt dann dranbleiben und einfach sagen, okay, das ist jetzt unser Learning aus dieser Hinrunde. Wir probieren jetzt unter erschwerten Bedingungen trotzdem torgefährlich zu werden, Schritt für Schritt, ohne die Defensive zu vernachlässigen, und holen dann trotzdem irgendwann ein, zwei Stürmer dazu und warten halt, bis alle anderen, die sich da auch noch tummeln, immer weiterentwickeln. Ja, das ist für mich, jetzt, ja, beende deinen Satz. Nein, das ist für mich jetzt unter den Voraussetzungen, die wir haben, halt der Best Case. Ja, das ist richtig. Ja, nur wo du gerade den Umbruch angesprochen hast, den riesigen Umbruch. Man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja nicht nur Kolo verloren, der dein Torgarant war. Du hast ja noch Lindström, Kamada abgegeben. Ja. Du hast sogar Boré, der jetzt vielleicht zuletzt nicht mehr die größte Rolle hatte, aber im Endeffekt jetzt in dieser Situation hätte ich Boré doch lieber im Kader, als ohne Boré da reinzugehen. Von daher, du hast einige Spieler verloren, die dir viel gegeben haben in den letzten Jahren, die enorm wichtig waren, und du musst ja nicht nur Kolo ausgleichen, und das ist schon eine Aufgabe. Deswegen glaube ich, bin ich auch noch relativ ruhig, weil ich weiß, das kann ja gar nicht von einer auf die andere Minute ja klappen. Klar, wenn du Glück hast, findet sich irgendwie ein System oder eine Kombi aus Spielern, die auf einmal richtig gut funktioniert. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch gesehen. Das kann sich ja verselbstständigen. Aber das kann natürlich auch nicht jedes Jahr der Fall sein. Von daher bin ich da relativ geduldig, weil ich weiß, ja, ersetze jetzt erstmal diese drei Spieler in der Offensive plus ein Boré, und dann hast du ja noch hinten einen Dika verloren. So, das ist ja ein komplettes Mannschaftsgefüge, was da auseinandergebrochen ist. Und dann hast du noch ein neues Trainerteam. Ja, ich glaube, da bleibt einem nichts übrig. Natürlich würde man sich vielleicht wünschen, dass man da weiter ist jetzt an diesem Punkt der Saison. Aber ja, wie Basti schon angesprochen hat, du hattest diesen riesen Hickhack mit PSG. Diese ganze Kolo-Geschichte, auch der Lindström-Wechsel hat sich ja gezogen. Dass das alles nicht frühzeitig in trockenen Tüchern war, hat, glaube ich, schon viel verhindert, was uns jetzt halt zurückwirft. Also wir sind an diesem Punkt in der Saison noch nicht so weit, wie wir eigentlich hätte sein können, wenn alles ideal gelaufen wäre. Im Sommer ist es aber nicht. Und von daher, glaube ich, muss man da auch jetzt ein bisschen, ja, Geduld haben und das so ein bisschen mit bedenken, wenn man kritisiert, was man auf jeden Fall tun darf. Also ich will jetzt nicht alles schönreden, und wenn Dinge nicht passen, dann werden wir das auch ansprechen. Aber ich glaube, ich habe das halt immer im Hinterkopf. Wenn ich Dinge kritisiere, so, dann versuche ich da so ein bisschen seicht mit umzugehen. Und ja, weil es ist keine einfache Situation. Ja, aber ich finde trotzdem, das, was du sagst, muss man trotzdem auch festhalten. Das muss die Eintracht auch wissen, dass das nicht optimal gelaufen ist. Und man kann vielleicht für gewisse Dinge nichts, aber man kann auch andere Dinge anders lösen. Und das muss die Eintracht halt wissen, für die Zukunft halt, weil du trotzdem das Gefühl hast, auch hier muss ein Lernprozess stattfinden, und da kann man nicht so tun, oh ja, es ist jetzt halt so. Nee, es hätte nicht so sein müssen, unabhängig von Muani. Du hättest Geld, was du vielleicht in Chaby gesteckt hast, auch erstmal in den Stürmer stecken können, weil du weißt, okay, da sind wir sehr, sehr dünn aufgestellt. Selbst wenn Muani geblieben wäre, bleib ich bei. Kannst du nicht einfach plötzlich, oder du musst halt bei Alario und andere Kommunikation finden. Das wäre, glaube ich, auch wichtig gewesen, dass man sagt, ey, Glasner stand nicht auf Alario, aber Topmöller hat richtig Bock drauf. Dann weißt du sofort Bescheid. Okay, da ist jetzt einer, der ist zwar noch verletzt, aber vielleicht wird mit dem probiert zu arbeiten. Wenn du das Gefühl hast, dass das ein Plan war, dann bist du, glaube ich, als Fan auch viel ruhiger. Weil du weißt, okay, die haben das im Blick. Wenn du aber jetzt wirklich dann denkst, okay, ja, wir können jetzt auch noch Moani verkaufen, Mamouche und Ganga werden schon richten, dann wird mir ein bisschen anders. Weil das ist tatsächlich ein Rückschritt. Und ich glaube einfach, dass man das trotzdem sich klar machen muss. Und ich glaube auch, dass die Eintracht das intern macht. Natürlich macht sie es nicht nach außen, um die Stimmung nicht zu versauen. Aber ich glaube schon, dass die wissen, dass da auch Fehler gemacht wurden. Einfach auch, was die Vorbereitung auf dieses Muani-Hickhack betrifft. Weil, dass der den Berater gewechselt hat, ist schon lange bekannt. Dass PSG den haben will, ist schon lange bekannt. Und du musst zumindest in Betracht ziehen, dass das passiert, was da passiert ist. Und kannst dann nicht so dastehen, wie du jetzt dastehst. Punkt aus, fertig. Weil wir reden hier die ganze Zeit über Entwicklung, und wir reden, dass es wichtig ist, dass die Eintracht Geduld braucht und so weiter und so weiter. Aber du behinderst dich halt auch ein bisschen in der Entwicklung, wenn du halt so aufgestellt bist, vorne wie du aufgestellt bist, weil dann auch gewisse Entwicklungen halt länger dauern bzw. schwieriger werden. Also man darf nicht vergessen, dass das für einen jungen Trainer auch nicht ideal ist, dass er keinen optimalen Kader hat.
weil für Dino Topmöller steht auch viel auf dem Spiel, weil ich meine, der erste Eindruck ist schon wichtig, gerade was die Bundesliga betrifft, was Eintracht Frankfurt betrifft und so weiter und so fort. Ich meine, der erste Eindruck von ihm war gut, die ersten Pressekonferenzen und so weiter und auch die Spielanlage ist jetzt gut und wie es momentan ist, ist es auch okay. Mhm. Aber es ist trotzdem ein großes Risiko, diesem Trainer diesen fehlerhaften Kader zu stellen. Und dabei bleibe ich, dass es einer ist. Geil, wie der zustande gekommen ist, weil das musst du trotzdem in deine Kalkulation mit einberechnen, dass du sagen kannst, ey, das kann auch ganz schnell sich kippen. Was ist denn, wenn die Eintracht jetzt gegen Freiburg und in Wolfsburg verliert? Jo, Leute, ich weiß nicht, ob das ein Kader ist, der Abstiegskampf kann. Hm. Und das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, nicht falsch verstehen, die Eintracht kommen nicht ab, die Eintracht wird nicht absteigen. Es kann aber sein, dass wenn du mal 3 Spiele hintereinander verlierst, dass du zumindest erstmal in diesen Regionen bist, wo du dich dann wieder rauskämpfen musst. Und trotzdem steht durch diese Personaldecker da vorne die Stimmung auf sehr tönernen Füßen. Ich glaube schon, dass das schwierig werden kann, weil du dann halt auch wirklich nicht die Mittel hast, um dich da dreckig rauszuholen, sondern du hast einen sehr anspruchsvollen Anspruch an deinen Spielstil. Das musst du dann halt durchziehen. Ich bin gespannt, wie das wird. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich kann mir noch in alle Richtungen alles vorstellen. Und habe halt trotzdem immer noch, wahrscheinlich, weil es jetzt auch noch nicht so lange her ist und weil es sich jetzt auch aktuell noch auf dem Platz wirklich akut zeigt mit diesen wenigen Toren, Bauchschmerzen, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich bin in einer Parallelwelt aufgewacht, wo wir von Warren Lindström zu Marmouche in Gangkamm kommen. Und nochmal, ich habe es jetzt auch schon 100 Millionen Mal überall gesagt, ich verstehe das. Ich verstehe, dass das so ist. Ich sage nicht, oh Gott, wie kann man nur? Ich sage nur, es hätte nicht viel bedurft, um die Situation ein bisschen zu entspannen und nicht schon wieder so dünn aufgestellt zu sein im Sturm, was ja jetzt auch kein neues Problem ist, war ja schon. Und wir dachten ja alle im Sommer, geil, jetzt holt der Marmouche, jetzt holt der einen Gangkamm. Was passiert mit Alario? Gibt es da eine Kommunikation? Bleibt Moani? Ja, nein, wenn nicht, dann kommt vielleicht ein Ersatz. Dann hast du zumindest mal wieder 4 Stürmer und einen Trainer, der sagt, er würde gerne mit 2 Spitzen spielen. So, das war ja das, wo ich im Sommer quasi auf der Luftmatratze gelegen habe. Das war die Information, die ich im Sommer hatte. So, wenn Moani geht, kommt ein Ersatz. Das war die ganz klare Aussage. War auch der ganz klare Plan. Und da, du hast einen Trainer, der mit 2 Stürmern spielen will. So, das war mein Ende. Ich habe gedacht, endlich. Wahrscheinlich ist deswegen bei mir die Enttäuschung auch so groß. Weil ich mich zum ersten Mal im Sommer darauf eingelassen habe, so geil, ich brauche nicht einmal mehr bei Fußball 2000 Stürmer fordern. Wir brauchen nicht einmal mehr diese Compilation abspielen, wo ich irgendwie über Stürmer rede, weil wir endlich welche haben. Ja. In verschiedensten Ausführungen. Marmouche ein anderer Typ, als in Gang kam. Moani wäre ein anderer Typ gewesen und wenn dann irgendwie noch Mittelstürmer dazugekommen wäre, dann wäre das nochmal ein anderer gewesen. Und dann hättest du unglaublich viele Möglichkeiten gehabt. Jo, und jetzt stehst du halt da. Gefühlt, und Patricia hat Lindström erwähnt, wichtigerweise, gefühlt sind für mich, ist für mich Marmouche der Backup für Lindström und in Gang kam der Backup für Moani. Mhm. Ja, und die Spots für Stürmer Nummer 1 und 2 sind nicht besetzt. Und das ist für mich schon dramatisch. Also für mich haben wir Stürmer Nummer 3 und 4, die finde ich überragend, von der Bank zu bringen, den Zeit zu geben und so weiter und so fort. Aber dass ich in eine Saison gehe, wo der Platz Stürmer Nummer 1 und Stürmer Nummer 2 nicht besetzt ist, ist ja trotzdem was, was nicht ideal ist. Und das kann man ansprechen und damit muss man arbeiten und daraus muss man seine Lehren auch ziehen. Das kannst du auch nicht einfach so hinnehmen, so wie das gemacht wird. Ah ja, ist halt jetzt so. Nix, ah ja, ist halt, so kann man ja auch sein Leben nicht beschreiten. Ich kann ja nicht Scheiß bauen und dann sagen, ah ja, ist jetzt halt so und lebe weiter und dann türmt sich das auf. Nein, du musst ganz klar sagen, das ist nicht optimal gelaufen. Beim nächsten Mal müssen wir besser vorbereitet sein. Ich glaube, es gibt jetzt Menschen, die bestreiten ihr Leben so. Warum das so ist, ich sag euch, beim Kostic-Abgang war man auch nicht optimal vorbereitet. Von wegen, wir haben Schattenkader, nichts hast du. Du hast einen einfach irgendwie als hier Tauschmasse Pellegrini mitgenommen. So, du hast im Winter den Wunsch von Glaser nicht erfüllt, einen Innenverteidiger zu holen. Was dazu führt, dass Glaser sich überhaupt nicht mehr im Griff hat und dann irgendwann komplett ausgerastet ist, weil die Personaldecke so dünn war. Und du hast es im Sommer geschafft, einen neuen Trainer, einen jungen Trainer jetzt in eine Situation zu bringen, wo er vorne praktisch keine Möglichkeiten hat. Und er jetzt unter erschwerten Bedingungen seine Sporen in der Bundesliga verdienen muss. Und das ist nicht optimal, Punkt. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sehe, dass an vielen, vielen, vielen anderen Stellen, weil ich rede hier die ganze Zeit nur über den Sturm, sehr, sehr viel richtig gemacht wurde. Mhm. So. Und ihr habt schon angesprochen, die Abwehr steht stabil, Trapp ist sowieso über jeden Zweifel haben. Ja. Die Außen sind meiner Meinung nach stärker besetzt. Der Tausch Lenz in Kunku ist überragend. Ich habe immer noch die Hoffnung an Knauf nicht aufgegeben. Ich hoffe, dass der Denkzettel jetzt, dass lieber 2 Torhüter als er auf der Bank sitzen, angekommen ist bei ihm. Du bist unglaublich gut aufgestellt, was das zentrale Mittelfeld betrifft, sowohl defensiv als auch offensiv, als auch im Box-to-Box-Bereich. Ja. Und wenn du in diesem Kader jetzt noch einen Knaller-Mittelstürmer und einen Auswechsel-Mittelstürmer und wenn es Alario ist, dazu fügst, dann ist das ein Bretterkader. Mhm. So, da ist wirklich kein Wunsch offen, gerade wenn man die Verhältnisse von Eintracht Frankfurt
sieht. Und wenn das halbe Jahr dann halt deswegen so ist, wie es ist und die Umstände halt so waren, dass es so ist, dann bin ich der Letzte, der dann nicht im Winter sagt, okay, dann müssen wir uns halt noch ein halbes Jahr bis nächsten Sommer gedulden. Aber auch da tauchen bei mir schon wieder die nächsten Fragezeichen auf, weil Patricia hat es vorhin auch gesagt, im Endeffekt ist bei uns jede Saison eine Umbruchsaison, weil du nie die Garantie hast, dass die alle bleiben, weil sobald ein Spieler bei Eintracht Frankfurt so gut ist, ist er eh wieder weg. Deswegen war bei mir eigentlich der Wunsch dieses Jahr so groß, Muani-Millionen zu bekommen, Lindström-Millionen zu bekommen, Sohn-Millionen zu bekommen, Platz im Kader zu haben und zum ersten Mal vielleicht einen vollständigen Kader zu haben, der da mal 2 Jahre zusammenbleibt. Und das ist jetzt halt wieder nicht der Fall, sondern im Endeffekt sind wir jetzt wieder in einer Position, wo ich auf irgendwas warte. Und das ist jetzt Winter, bis ein Stürmer kommt, weil die Situation ist, wie sie ist. Wobei man ja auch schon dazu sagen muss, und ich will wirklich gar nicht mit dir diskutieren, aber es gehört natürlich jetzt auch einfach dazu, dass ja, vielleicht auch nicht jeder Spieler, also wir reden jetzt ja nur so darüber, weil jetzt ein Marmoush und ein Ngangkam vielleicht nicht in dem Maße gezündet haben, wie es ein Muani im letzten Jahr getan hat. Wenn die jetzt genauso gezündet hätten und wir jetzt mit, weiß ich nicht, 5 Toren mehr hier stehen würden, dann würden wir das ja überhaupt nicht in Frage stellen, dann würden wir sagen, ist alles richtig gemacht. Auf das gar kann ja Fall. Noch kommen. Nein, da widerspreche ich. Weil für mich, dass beides keine Mittelstürmer sind im klassischen Sinne, die wir gebraucht hätten. Das war Muani auch schon nicht. Muani ist auch viel auf die Außen ausgewichen. Und Marmoush haben wir jetzt gesehen, wie ist das Tor in Bochum gefallen, als unser einziger Mittelstürmer auf den Außen rumgehüpft ist. So, und ja, okay. In Gang kam ist halt auch jemanden, dem du nicht das aufbürden solltest, weil er halt auch eine schwere Zeit bei der Hertha hat. Also das sind, ganz ehrlich, mit den Statistiken und von wo sie kommen, das sind Ergänzungsspieler von Hertha und Wolfsburg gewesen. Das kann nicht der Plan sein, dass das ein A-Level-Sturm jetzt ist. Und natürlich kann das funktionieren. Und trotzdem wärst du dann zu dünn im Sturm aufgestellt. Leute, wir haben Dreifachbelastungen, wir haben nur 2 Stürmer. Das ist zu wenig. Egal, wer das ist. Das ist zu wenig. Aber bleib ich. Da stimme ich dir ja vollkommen zu. So. Ja, das stelle ich ja gar nicht in Abrede. Ich glaube nur, dass die beiden auch deutlich mehr Potenzial haben, als man jetzt gerade sieht. Und dass wir da halt einfach diese Geduld brauchen und jetzt nicht irgendwie schon mit der Saison brechen müssen, nur weil jetzt der vierte Spieltag rum ist. Nee, aber dann habe ich mich wahrscheinlich auch falsch ausgedrückt. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Enttäuschung bei mir so groß ist, dass ich es teilweise auch nicht schaffe, das richtig zu formulieren. Ja. Ich halte von Marmoush und Ngangkam richtig viel. So, Marmoush ist, ich habe das die ganze Zeit gesagt, ich habe den auf mein Trikot gemacht, Marmoush. So, als der kam, war ich richtig hyped, weil ich mich an die Wolfsburg-Spiele erinnert habe, das haben wir auch hier besprochen, wie grenzgängerisch der immer Richtung Abseits war. Ich meine, das hat auch hier das Tor gezeigt in Bochum, da ist ja auch so ganz knapp, also der hat schon ein bisschen diesen Inzaghi-DNA-Kram in sich. Ja. Dass du das Gefühl hast, der spekuliert, dann ist er durch. Der bringt unglaublich viel Tiefe. Ja. Der sorgt dafür, dass die gegnerische Abwehrreihe sich nicht konzentrieren kann und so weiter und so fort. Bei Ngangkam habe ich auch das Gefühl, das ist ein guter Typ, der noch ein bisschen unfertig ist, den du aber auch hinkriegen kannst. So, aber die Sache ist, die Marmoush ist kein alleiniger Mittelstürmer. Im Endeffekt, wenn der alleine vorne drin steht, dann hast du immer dieses Boré-Syndrom, wo du Mitleid hast und denkst, der arme Kerl, Alter, muss ich hier alleine gegen den Innenverteidiger aufreiben? So, das hatten wir bei Boré auch wirklich oft, dass der nicht so geil in Abschlussposition kam, weil er sich unglaublich aufreiben musste. Und bei Ngangkam siehst du schon an gewissen Stellen, dass er noch wirklich nicht genug Spielpraxis in der Bundesliga hat. Und das sind keine überraschenden Dinge. Und du würdest diesen Spielern einen unglaublichen Gefallen tun, wenn sie sich im Schatten von ganz normalen erfahrenen Spielern oder noch mehr Spielern halt auf mehreren Schultern verteilt entwickeln können. Das können sie jetzt nicht. Und da tust du diesen beiden Spielern auch keinen Gefallen mit. So, weil die jetzt viel zu viel spielen müssen. Und viel zu vielen spielen. Und dann genau eben diesen Eindruck vielleicht jetzt wie in Gang kam in Bochum hinterlassen. Deswegen habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, das musst du jetzt durchziehen. Und gegen Aberdeen will ich, dass in Gang kam wieder von Anfang an spielt. Oder vielleicht sogar beide zusammen. Fertig. Dann kannst du halt nicht nachlegen. Ist so. Musst jetzt mit leben. Weil es kann auch sein, dass sich mal einer verletzt, dann ist die Situation genau die gleiche. Was ich nur kritisiere, es sind nicht die Spieler. Es ist nicht die Qualität von diesen beiden Spielern, sondern es ist der Fakt, dass das nur diese beiden Spieler sind. Verstehe. Wenn du jetzt 4 Spieler von dieser Sorte hättest, dann könnten die sich gegenseitig auch entlasten. Du hättest vielleicht noch ein bisschen mehr Variabilität, aber du hast nur diese beiden. Und von einer dieser beiden ist nicht mal ein Mittelstürmer. Und das ist das, was ich kritisiere. Das ist einfach zu wenig. So, das ist wie, ja, das ist, du hast im Endeffekt mit den Ngangkam, das ist das Einzige, wo ich mich darauf einlasse, dass er Mittelstürmer ist. Ansonsten war es das. So. Ja, okay, also bei dem Punkt kann ich mitgehen, dass das eindeutig auch für das Programm und für die Ambitionen, die man hatte und die man formuliert hat, und ich glaube, da stimme ich dir auch zu, das ist wahrscheinlich das, was auch bei mir mit die Enttäuschung am größten irgendwie macht, dass man
unter anderen Voraussetzungen und mit einer anderen Kommunikation im Kopf in diese Saison gegangen ist. Genau. Und ich will hier nochmal klarstellen, danke René, dass du es halt auch nochmal mir reflektiert und gespiegelt hast, wie man das aufnimmt, was ich hier immer so von mir gebe in meiner Verzweiflung. Ich kritisiere nicht mal Motion und Gangham. Ich sage nicht, dass die beiden von der Qualität her der FC Augsburg stumm sind, wie das Snippet, was jetzt darum geht vom Fußball 2000. Es geht mir um die Breite und die Tiefe, ja, was den Sturm betrifft. Es geht aber darum, dass auch wir nur den Sturm allein, weil der Rest, hatten wir ja auch gesagt, ist eigentlich. Sag ich doch die ganze super. Zeit. Ich habe nicht einmal was anderes kritisiert. Ich wollte es nur nochmal konkret. Es ist ein elementarer Teil und ich kritisiere nicht die Qualität dieser beiden Spieler. Ich hätte beide Spieler 1:1 für den Preis auch geholt. Ich hätte diese beiden Spieler auch geholt. Und ich weiß auch, dass die Eintracht nicht geplant hatte, dass die beiden jetzt in der Situation sind, in der sie sind. Hm. Trotzdem bleibe ich dabei, ich hätte unabhängig davon, wenn das Moani geht oder nicht, und dass er halt so spät geht, mir gewünscht, dass die auf diese Situation besser vorbereitet gewesen wären. Und das wäre möglich gewesen. Und hättest du einfach nur irgendeinen Stürmer noch geliehen, damit du die Möglichkeiten hast, die du jetzt halt nicht hast. So, und jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt habe ich es auch zum 8000. Mal gesagt. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass mir das selber irgendwann zu langweilig wird und ich das einfach vergesse deswegen. Und einfach beobachte, was passiert, weil du natürlich hast du recht, René. Natürlich kann es sein, dass in Gangham die nächsten 5 Spiele trifft. Und dann reden wir nicht mehr darüber. Dann hoffen wir einfach, dass er sich nicht verletzt und ziehen durch. Und wenn irgendwas ist, kommt Mamouche rein. Ja. Der Rest wirbelt, wie Patricia es gesagt hat, drumrum und kann auch Tore schießen. Weil es stimmt ja, was Patricia sagt. Die anderen können auch Tore machen. Ist auch nicht verboten. Und es ist auch nicht verboten, das einzufordern, dass Götze mal irgendwie eine bedeutendere Rolle einnimmt, was Tore schießen betrifft. Bimbe zeigt es schon, Larsson wird es vielleicht entwickeln, du wirst Skiri vielleicht ab und zu mal nach vorne stechen sehen, wie er es beim FC Köln auch oft gemacht hat. In Kunku haben wir auch diesen Kostic-Tor schon gesehen. Vielleicht kommt Knauf wieder, der auch schon das eine oder andere Tor geschossen hat. Vielleicht kannst du den Verteidiger wieder mal ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ich meine, ich erinnere mich an eine Saison, wo Hinteregger 7 Tore gemacht hat. So, also es ist ja möglich, dass du es auf mehrere Schultern verteilst, was dann am Ende, wenn es so ist, auch eine Stärke ist. Also wie gesagt, du musst jetzt aus dieser schwierigen Situation einfach das Beste rausholen, indem du lernst, in dieser Situation auch torgefährlich zu werden, damit dann als der Super Mario Stern und Booster der Stürmer noch dazukommt, zu diesem funktionierenden Gebilde, was unter erschwerten Bedingungen es geschafft hat, torgefährlich zu werden. Mhm. Und das muss jetzt wirklich der Arbeitstitel sein, zu denken, unter diesen erschwerten Bedingungen schaffe ich es, eine Mannschaft zu bauen, die torgefährlich wird, mit diesen Spielern, die da sind. Und wenn ich das schaffe und hole im Winter noch 1-2 Stürmer und oder Alario wird fit, dann hast du ja noch mehr Möglichkeiten und kannst dann, wenn es dann mal irgendwie doch nicht so funktioniert, trotzdem einfach ins Spiel 2-0 gewinnen, weil dein Stürmer 2 Tore schießt. Und dann hat die Eintracht wirklich alles richtig gemacht. Aber es ist halt auch ein Gamble, muss man hier festhalten. Ja, ist richtig. Ja, dann hast du diese Eintracht, die es gelernt hat, mit Gewichten zu joggen, die jetzt ohne Gewichte joggt und rennt und macht und tut und zerschellt dann einfach so am Schiedsrichter, der diesen wunderbaren Elfmeter gegeben hat. Andere diskutieren über die Holding 6, wir haben die Holding 7. War das aus eurer Sicht Elfmeter oder kein Elfmeter? Patricia, um dich mal wieder hier ein bisschen einzubinden. Was ist deine Meinung? Elfer oder nicht Elfer? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich persönlich, ich bin kein Schiedsrichter, aber ich hätte es nicht gepfiffen. Ich weiß auch nicht, ob bei mir auf dem Feld einfach komplettes Chaos ausbrechen würde. Aber meiner Meinung nach ist das eine, ich glaube es auch, aber meiner Meinung nach ist das eine Situation, die man relativ häufig sieht in der Bundesliga und auch in anderen Ligen. Und wenn die jedes Mal dann auch Elfmeter wäre, hätten wir, glaube ich, einige Elfmeter mehr. Und ja, der Schiedsrichter hat es jetzt gepfiffen. Du kannst es vermutlich auch geben. Es war jetzt auch nicht die cleverste Aktion von Mamouche, muss man sagen, das vor allen Dingen auch direkt vorm Schiri zu machen. Also der stand ja wirklich genau daneben und konnte sich das perfekt anschauen. Ich glaube, die Situation, von denen ich rede, in denen das auch häufig in der Bundesliga passiert, die passieren halt auch nicht direkt vorm Schiri. Da steht der Schiri, da ist so ein Gewusel im Strafraum und dann stehen noch 100 Leute drumrum und dann ist es halt so ein Kann-Elfer und dann gibt er ihn nicht und dann ist es auch okay für einen VAR. Und damit ist die Sache durch. In dem Fall hat er es eben direkt gesehen und den Elfer gegeben, was für mich schon relativ kleinlich war, aber auch nicht enorm clever angestellt. So würde ich es, glaube ich, beschreiben, aber es ist natürlich ärgerlich, weil es, ich finde, es ist halt, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Elfmeter her. Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt, der mich am meisten mit geärgert hat. Das sind primär zwei. Zum einen, dass es halt einfach auch ungeschickt gemacht war von Mamouche. Ich glaube, wenn er ihn halt einfach eine Sekunde früher loslässt, dann macht da auch keiner was, aber es war halt, du konntest halt runterzählen, so 21, 22, 23, 4, okay, er fällt. So. Und das andere ist halt, dass
das ist halt wieder, und ich glaube, das ist so ein Thema, da könnten wir uns, da haben wir uns schon 200 Mal drüber aufgeregt, und das werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft noch mindestens 200 Mal tun, dass es halt wieder so ein Thema ist, wo du sagst, okay, es ist halt nicht fair, in Anführungszeichen, oder es ist halt nicht gleich überall, sondern es ist wieder so sehr, wie ist der Schiri gerade, wahrscheinlich auch nicht mal in dem Tag, sondern einfach in der Sekunde drauf, wo diese Linie jetzt irgendwie oder wo diese Situation fällt, ist er jetzt vorher irgendwie angenervt, weil irgendwie Spieler XYZ irgendwie zum 18. Mal zu meckern vorbeikommt und hat er sowieso gerade irgendwie einen Prass. Also du merkst halt wieder, es ist halt nicht vergleichbar und es ist nicht so, wir machen das immer so, sondern es ist halt wieder sehr individuell von der handelnden Person abhängig. Und das ist halt schon so ein Stück weit, ja, auch so ein Gamble und vielleicht auch so ein Stück weit Willkür. Und das ist das, was mich da einfach massiv beinervt. Ja, am Ende habe ich es perfekt zusammengefasst. So, es gibt auf jeden Fall auch die Wahrheit, dass man Mosch wahrscheinlich so eine halbe Sekunde zu lange hält. So, ich glaube, diesen letzten Umgriff da, wo er dann losläuft, muss er nicht mehr machen. Ja, und wenn er den nicht macht, dann pfeift er wahrscheinlich auch nicht. Dann lässt sich hier Dingens fallen, aber dann ist es dann vielleicht auch in dem Moment zu wenig. Es ist am Ende so. Also es ist wahrscheinlich dann trotzdem so, dass das beides richtig ist. So, den musst du nicht pfeifen, aber es ist trotzdem ungeschickt. Also beides. Ja. Und einfach das nächste Mal lieber vor den stellen, so dass du ihn gar nicht festhalten musst, sondern einfach besser stehen. So, an der Defensivarbeit, dass du quasi gar nicht in die Situation kommst. Ja, ja. Dass du ihn halten musst. Und trotzdem haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also momentan sind Schiedsrichter wirklich, wirklich, was das Niveau betrifft, nicht gut. So, glaube ich, kann man auch offen sagen. Es ist ja auch nicht so, dass das nicht geändert werden kann. Aber momentan hat Deutschland ein Schiedsrichterproblem. Punkt. So, es gehen ein paar gute Schiris weg. Wenn Aytekin jetzt noch weg ist, dann wird es schon dünn. Da wird es reichlich dünn, ja. So, da sind schon, also du hast sehr, sehr viele merkwürdige Schiedsrichter, die es unsouverän gestalten, das Spiel. Also die auch von ihrer Persönlichkeit die Spiele unsouverän gestalten, wo du das Gefühl hast, da sind viele dabei, die, keine Ahnung, auch in ihrer Freizeit Falschparker aufschreiben und irgendwie kommunikativ auch merkwürdig sind. Und es ist aber auch nicht mal so, dass ich sagen will, gut, die Eintracht leidet da massiv drunter, nur weil es jetzt mal die letzten beiden Spiele so war, glaube ich, dass das halt für alle Vereine gilt. So. Das kann jeden treffen momentan, weil es halt auch plus VAR noch undurchsichtiger geworden ist. Aber ich glaube, beim VAR sind wir hier zumindest der Meinung, der muss nicht eingreifen, weil es ist zumindest keine ganz klare Fehlentscheidung. Nee, das ist das halt, ist am Ende halt das, was auf dem Feld blöd ist, ja. Du kannst ihn natürlich geben. Es ist vollkommen nachvollziehbar. Aber ne, wie Patricia schon sagte, wenn, dann bitte halt immer so. Und dann hast du aber an so einem Bundesligaspieltag halt locker 6, 7 Elfmeter, die du wegen Halten im Strafraum gibst. Ja, das wird es nie geben. Jeder Schiri hat ja so seine Linie. Die Linien wechseln manchmal auch, je nach Spiel. Kann sein, dass der gleiche Schiri dann nächste Woche das nicht mehr pfeift. Kann auch sein, dass er es innerhalb eines, ich habe auch schon gesehen, dass die innerhalb eines Spiels keine Linie haben. Also von daher. Ja, dann sind wir wieder bei den schlechten Schiedsrichtern. Ja, wir werden, ja, gibt's ja auch, ne? Aber wir werden es halt nie haben, dass man sagt, diese Situation wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, 90% der Fälle immer gepfiffen. Vor allem nicht bei so diskutablen Situationen. Klar, wenn jetzt jemand ins Gesicht geschlagen bekommt, dann glaube ich schon, dass das irgendwie zu, weiß nicht, 95% zumindest nicht ungeahndet durchgeht. Aber ja, bei so Diskussionen, die wir hier auch haben, glaube ich, ist es immer so ein Ding, da wird man sich auch nie einig und das wird es auch immer geben, diese Diskussion. Das haben wir ja auch schon gesehen, trotz VAR auch. Also selbst wenn es eine VAR-würdige Situation ist, gibt es ja trotzdem noch Diskussionen. Ich glaube, ja, das werden wir nie los. Nee, glaube ich auch nicht. Dann lass uns doch mal damit dieses Bundesligaspiel abhaken und lass uns doch mal auf das Highlight der Woche gucken, weil wir ja auch nach wie vor noch in drei Wettbewerben unterwegs sind und diese Woche geht's dann los mit der Gruppenphase in der UEFA Europa Conference League. Da wartet auf uns am Donnerstagabend um 18:45 im Heimspiel der FC Aberdeen, aktuell Vorletzter in der schottischen Liga.
Bislang noch 0 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, 3-9 Tore. Und ich habe so 2 Gedanken im Kopf, die ich jetzt nicht äußere, aber ich frage euch jetzt mal, mit welcher Gefühlslage schaut ihr auf dieses Donnerstagsspiel? Basti, fang du doch mal an. Schwierig, also ich kann es noch nicht ganz einschätzen. Also Aberdeen ist in erster Linie auf jeden Fall ein Gegner, warum man in die Conference League will. Also das auf jeden Fall, ja. Es gibt wenige Gegner, die für mich Conference League mehr sagen als Aberdeen. Ja. Ich habe unglaublich Bock, dahin zu fliegen. Ich habe unglaublich Bock zu sehen, wie viele Leute die hier mitbringen und wie dieses Spiel ausgeht. Aber ansonsten muss man sagen, die Eintracht ist klar favorisiert. Was für einen europäischen Wettbewerb ungewöhnlich ist, muss man auch sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, oh geil, Europapokal, die Eintracht ist klarer Favorit gegen XY. Mhm. Sondern es waren immer Festtage und ich bin gespannt, wie die Eintracht diese Rolle annimmt in der aktuellen Situation. Ich kann mir halt vorstellen, dass das auch wieder ein dickes Brett zu bohren ist, weil die werden in dem Wissen, dass sie auch nicht so gut drauf sind und auch sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, Tore zu schießen, weil ich war jetzt letzte Woche, ich glaube, die Folge ist gestern rausgekommen, bei dem Aberdeen-Podcast zu Gast. Ja, habe ich gesehen. Und die haben von ähnlichen Dingen berichtet, die wir so besprechen, halt dann nochmal auf einem kleineren Niveau. Dass sie unglaubliche Schwierigkeiten in der Offensive haben und jetzt auch wirklich nicht sehr gut in die Saison gestartet sind. Also zwei Mannschaften, die momentan nicht viel Spektakel versprechen. Die Eintracht qualitativ besser, aber wahrscheinlich dann ein Gegner, der sich mit schottischer Härte hinten reinstellen wird. Also ich glaube, das ist nicht so einfach, wie sich das vielleicht der eine oder andere vorstellt. Und da wird die Eintracht kreativ werden müssen und ich hoffe, dass man so ein bisschen Spielglück einfach hat, zu sagen, ey, dass diese ganzen Diskussionen und die ganzen Meckerziegen, wie ich jetzt mal ihre Schnauze halten, weil der erste Ball halt einfach reinfällt und du dann irgendwie ja in so eine gewisse Souveränität reinkommst und dann vielleicht einfach mal ganz normal unspektakulär 2-0 gewinnen. Am besten schießt einer der Stürmer ein Tor und dann ist auch ein bisschen mehr Ruhe. Also da bei denen im Podcast was haben die was gesagt zu wie geil die, also wie die so einen internationalen Wettbewerb dann auch annehmen? Also die haben gesagt, dass sie sich unglaublich gefreut haben, dass sie mit Eintracht in der Gruppe sind, weil Eintracht Frankfurt halt auch ein Verein ist, gerade weil wir jetzt in den Ruhrpokal gewonnen haben, ist wahrscheinlich auch vielen Leuten ein Begriff, ja. Dass diese Bilder auch rumgingen von den Fans der Eintracht, dass die richtig Bock haben, hier im Stadion die Stimmung zu erleben, dass die mit 3.000, 4.000 auch hier ankommen werden und Mittwochabend treffe ich einen von denen und dann werde ich wahrscheinlich dann in einer der nächsten Folgen mehr berichten können, wie die es so annehmen, aber ich glaube, dass die Bock haben und Aberdeen und Frankfurt haben ja auch eine Geschichte, wir haben ja schon mal gegen die gespielt im europäischen Wettbewerb, yes. Und das war denen auch geläufig und die freuen sich, glaube ich, ähnlich wie wir, einfach ja, zwei Traditionsmannschaften, auch wenn die vielleicht jetzt ein bisschen geschrumpft sind, was ihr Niveau betrifft, aber meine Güte, es ist trotzdem noch ein Name, den man kennt. Die kennen uns und die haben Bock und ich habe auch Bock, also es ist im Endeffekt Fußball, wie er sein sollte. Ich habe sogar schon Kommentare gelesen, wo teilweise Aberdeen-Fans richtig Angst hatten vor dem Spiel, von wegen, die Eintracht nimmt uns so auseinander, oh mein Gott, rest in peace, wir werden so untergehen und okay. Das glaube ich persönlich jetzt eher nicht, aber ich weiß auch nicht, ob die noch die Eintracht mit Kolo im Kopf haben oder aus der Europa-League-Saison, also Europa-League-Sieg-Saison. Ja, ja. Ich glaube, die haben diese Bilder im Kopf, diese Hype-Eintracht, euphorische Eintracht. Und so wie wir jetzt gerade ein bisschen in die Saison geschlichen sind, weiß ich nicht, ob das auch die Eintracht ist, die sie am Donnerstag auf dem Platz erleben werden. Aber ich wäre auch für eine Überraschung offen und würde das natürlich gerne sehen, wenn sich die Eintracht vielleicht in so einer europäischen Nacht ein bisschen Selbstvertrauen holen könnte und in, ja, zumindest so ein bisschen in einen Hype spielen könnte. Ich will es jetzt gar nicht, ich glaube, Hype ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, ja, einfach fürs Gefühl, einen guten Abend, wie Basti schon gesagt hat, vielleicht ein frühes Tor und dann, dass es dann auch einfach mal läuft und dass danach vielleicht auch alle ein bisschen ruhiger sind, zumindest für ein paar Tage, bis dann wieder die Bundesliga weitergeht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so das, was du hast. Du musst es im Endeffekt jetzt auch so betrachten. So. Die Entwicklung, die jetzt hier überall propagiert wird, kann halt genau an solchen Abenden stattfinden, weil du hast halt mehr Spieler und mehr Spieler heißen mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Also du musst das jetzt positiv annehmen. So, da gibt es jetzt nichts mit Doppelbelastung, weil da sind ja genug Spieler und die Bank ist breiter geworden. Dann kannst du halt auch genug Spieler spielen lassen. So, also du brauchst jetzt nicht anfangen, oh, der Kader ist dünn und wir haben viele Verletzte. Nee, du musst das jetzt absolut, ich will
dieser Hinrunde nicht einmal was von Dreifachbelastung hören, was irgendwie was betrifft, weil dann musst du halt durchziehen. So, du hast jetzt viele, viele Spieler, die theoretisch mal reinkommen können, dann mach's auch. Ja. So, also da brauchst du mir jetzt nicht erzählen, so, oh Gott, es ist jetzt alles so, so wichtig, wir müssen jetzt nur mit den ersten 11, ersten 12, ersten 13 spielen. Nee, das ist eh gegessen jetzt. Ich glaube, davon sind wir weit entfernt. Wir haben wahnsinnig junge Spieler mit wahnsinnig viel Potenzial im Kader und da ist doch so ein Wettbewerb wie die Conference League, wo du schon auch namhafte Gegner hast, aber trotzdem auch nicht komplett irgendwie der Underdog bist, hast du eine gute Möglichkeit, da auch Entwicklungspotenziale irgendwie mal irgendwie zu nutzen und die Leute so ein bisschen erfahrungsmäßig da agieren zu lassen. Ist doch einfach super. Zumal es zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch noch keine richtige Startelf gibt, die sich schon irgendwie festgesetzt hätte. Also ja, zumindest für mich nicht. In meinem Kopf sind da immer noch 1000 Fragezeichen, wen würde ich wann aufstellen. Du hast ja einige Möglichkeiten, was vor allem so Mittelfeldgeschichten angeht. Von daher, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, wir sind gerade noch so ein bisschen in dieser Ausprobierphase, ja, was vielleicht mitten in der Saison nicht so praktisch ist, aber da sind wir jetzt nun mal aktuell drin. Ja, aber ist auch super, dass du da so viele Ideen hast und wir wollen dich auch gar nicht irgendwie in deinem Aufstellungswahn aufhalten. Deswegen mach doch mal eine Aufstellung, Patricia. Na, ganz bestimmt nicht. Doch. Ich habe doch gesagt, ich weiß es eben nicht, wen ich aufstellen würde und wie ich aufstellen würde, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt. Dann lass uns doch. Ich weiß nur, wen ich auf jeden Fall nicht auswechseln würde. Da gibt es so ein paar Personen, die ich auf jeden Fall auf dem Platz sehen will. Die wären zum Beispiel? Die wären zum Beispiel Ebimbe, das ist jetzt aktuell auch mein Spieler, an dem ich mich festhalte. Ich habe das ja so jede Saison und ich glaube, diese Saison ist es Dina Ebimbe. Ja, auf welcher Position? Das ist ja dann die spannende Frage ist, bei Ebimbe. Das ist, ja, das weiß ich gerade nämlich auch noch nicht und ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie drumherum auch aufgestellt wird. Okay, dann stell mal drumherum auf und dann frage ich dich wieder. Ich mache doch jetzt keine komplette Aufstellung alleine. Spinnst du, René? Ja, tue ich. Also Trapp im Tor, würde ich schon mal sagen. Ja, okay. Soweit sind wir. Ja. Abwehr würde ich genauso stehen lassen. Ja, ich glaube da. Pacho, Koch, Tuta, links würde ich dann auch in Kunku wieder auf den Flügel. Und rechts Buta. Weil Knauf noch nicht fit oder weil noch Denkzettel oder weil. Ich würde gerne mal wissen, was da ist. Ich weiß es halt eben nicht, was mit ihm ist und deswegen rechne ich mich mit dem unterhalten. Zumal ich auch nicht so der krasseste Buta-Kritiker bin. Also es gibt ja viele und ich kann es auch verstehen. Ja, ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Das ist auch wieder falsch. Ich kritisiere Buta nicht. Ich sage einfach nur, dass es nicht seine Position ist. Für mich ist Buta ein Rechtsverteidiger aus. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das ist so. Ja, wobei ich schon auch sagen muss, und da stimme ich Patricia ein Stück weit, glaube ich, zu, er hat jetzt auch das nicht unbedingt so wahnsinnig schlecht, wie es manchmal dargestellt wurde, in den letzten Spielen gemacht. Also Bochum nehme ich jetzt mal außen vor, das war absolute Scheiße. Und Köln? Fand ich jetzt nicht so schlimm. Die Flanken ist ja ein Wahnsinn. Ja, die Flanken, das ist das Problem. Er kann halt echt nicht besonders gut flanken, was unpraktisch ist für diese... Wir reden hier über einen Mittelfeldspieler. Kann er halt nicht flanken, meine Güte. Aber haben wir da jetzt eine bessere, mit Knauf haben wir vielleicht eine offensivere, bessere Option, aber da weiß man ja nicht, was gerade los ist. Ja, ja. Von daher, ich finde, ansonsten macht er seine Rolle für das, was er tun soll, macht er das gut. Ja, die Flanken sind halt das Manko, aber da müssen die halt von links kommen, so, ich kann es jetzt nicht ändern. Also, Basti verzweifelt mit uns. Nee, ich würde Ebimbe da hinstellen. Können wir auch machen. In Kunku Ebimbe, weil ganz ehrlich, erinnert euch bitte an diese Chance, die Ebimbe hatte, wo er einfach auf den Außen links dann war, dann glaube ich, einfach nochmal komplette Turbo gezündet hat. Also Ebimbe ist für mich auch ein super Spieler. Und auch das Tor, was er in Mainz vorbereitet. Ja? Also ich glaube, dass man unterschätzt, was für einen Antritt der hat. Der hat einen super Antritt. Ich meine, hatte er nicht jetzt auch gegen Bochum auch die eine Laufsituation, wo er dem Spieler komplett, die meintest du mit links, ne? Genau, wo der links steht und dann einfach nochmal anzieht und quasi auf den Torwart läuft. Ja, und ich meine, er hatte ja in der letzten Saison, in der Champions League Phase, hat er ja auch wahnsinnig oft dann da in der Gruppenphase auf rechts gespielt und hat das auch wahnsinnig gut gemacht. Also der ist für mich echt auf der Position auch nicht zu unterschätzen.
Also stellen wir Ebimbe gut. Ich finde ihn auch auf Außen gut. Ja. Ja. Also stellen wir Ebimbe rechts. Gut. Dann haben wir die Entscheidung, Patricia, schon mal abgenommen. Nkunku links. Ich glaub, ja, und dann kommt mein Problem. Was für ein System spielen wir denn überhaupt? Genau. Da kommt mein Problem. Was machen wir genau? Weil klar, die Fünferkette steht für mich. Ja. Also Dreierkette, Fünferkette, wie auch immer dann in dem Fall. Ja. Aber alles andere, spielen wir mit zwei Stürmern, spielen wir mit einem Stürmer, wie stellen wir es im Mittelfeld auf zwei Sechser, beziehungsweise Achter oder Einer oder, das ist für mich absolutes Vakuum, keine Ahnung. Also gut, ich glaube, lass mal, also Skiri stellen wir einfach auf die Sechs. Skiri steht auf jeden Fall. Genau. Und dann würde ich einfach zwei Achter dazustellen. Und dann zwei Stürmer, logischerweise. Ja, so, als wäre das logisch. Was für zwei Stürmer? Wir haben, das geht gar nicht. Wir haben gar keine zwei Stürmer. Was laberst du? So, Mamouche und Janka. Wir können immer nur anderthalb aufstellen. Ja, dann halt anderthalb. Ja, Götze glaube, natürlich. Also, ne? Im Endeffekt Götze wahrscheinlich jetzt Götze hinter Mamouche, hinter einen Janka. Oder Mamouche. Eins von beiden. So, und dann hast du einfach, du musst du noch zwei Achter stellen. Für mich sind das dann also Chaby und Hugo Larsson. Du setzt Götze weiter nach vorne. Ich mache das nicht. Ich gehe davon aus, dass das passiert. Ich würde es ganz anders aufstellen. Ja, und zwar wie? Ach, nee. So, Abwehr haben wir gestellt, ne? Ja. Treppen Tor. Ja. Links in Nkunku, rechts in Bimbe. Ja. Dann würde ich Skiri auf die 6 stellen. Dann würde ich Chaby und Larsson auf die 8. Nee, Quatsch. Ich würde Larsson und Götze auf die 8 stellen. So, dass Götze mal zentral spielt. Und dann wahrscheinlich Chaby und den Gangkampf spielen lassen. Vorne. Und Mamouche dann eher einwechseln. Kannst du auch von mir aus Chaby und Mamouche stellen, ist mir egal, weil im Endeffekt vorne kann ich dir keine ideale. Nein, du hast gesagt, ich soll es machen, ne? Ja. Dann will ich Mamouche und Alario vorne haben. Oder Chaby und Alario. Ja. Ja, genau, das ist meine Aufstellung. Also ich fange nochmal an. Trapp. Koch, Pacho, Tuta, ist klar, die Abwehr. Yes. Nkunku, Ebimbe auf den Außen. Ja. Skiri, Larsson, Götze, Chaby, Alario. Das war eine Aufstellung. Chaby ist quasi dann der neue Götze vorne. Ja. Ja, das war eine Aufstellung. Finde ich aus verschiedenen Gründen nicht verkehrt. Ich glaube, Alario. Ja, fände ich halt echt einfach gut. Ich weiß auch gar nicht, der war jetzt ja am Wochenende auch nur nicht im Kader, weil er irgendwie Zahnschmerzen hatte. Aber gut, so. Ich habe ja gesagt, das ist mal so, wie ich aufstellen würde, das wird nicht passieren. Der ist nicht fit genug, der ist noch nicht mit der Mannschaft irgendwie connected. Also das wird nicht passieren, das will ich hier dazu sagen, bevor jetzt jemand denkt, ich drehe hier durch und spiele Fußballmanager. Ich habe gesagt, so würde ich aufstellen. Ja. Aber das Zentrum würde ich auf jeden Fall nehmen. Das ist schon mal gut. Das Zentrum würde ich auch auf jeden Fall nehmen, die Außen- und Abwehr auch. Götze halt gerne mal auf der 18, ehrlich gesagt. Ja. Und auch mit der klaren Anweisung, die 8 zu spielen und nicht, wie Topmüller das im Interview gesagt hat, dass Götze machen kann, was er will. Ja. Für mich hat Götze zu wenig Feld vor sich. Der ist schon alt. Und ich will nicht, dass irgendeiner den schickt. Ja. Ich will, dass der Leute schickt. Und zwar dann auch mit der Übersicht und dann halt auch das, was er in der letzten Saison schon gemacht hat, diesen geilen vorletzten Pass. Genau. Ja. Und nicht auf den Außen. Ich will den nicht außen. Genau. Nee, ich auch nicht. Ich will den schon auch im Zentrum. Also richtig zentral. Und nicht irgendwie, dass der Flügel ausweichen muss. Das ist ja. Und das ist auch als zweite Spitze. Das heißt, im Endeffekt wird er vom zweiten Verteidiger auch in Empfang genommen. Ja, nee. Da sehe ich ihn. Ich sehe auch nicht seine Stärken da. Also. Nee. Seine Stärken. Als er 19 war, waren das vielleicht seine Stärken. Als er hier unter Prime Klopp bei Dortmund so gespielt hat, da hat er ja auch, glaube ich, eine Außenposition in der offensiven Dreierreihe teilweise bekleidet. Aber Leute, der ist nicht mehr 19. Jetzt haben wir halt ganz andere Spieler, die das besser ausfüllen können. Während wir eben nicht die Spieler haben, die vielleicht seine Qualitäten haben im Passspiel, das Auge, was er hat. So. Ich würde ihn auch ins Zentrum stellen, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, und ich glaube auch, dass du zu Hause gegen Aberdeen diesen Mut haben kannst. Ja. Das wäre nämlich genau der nächste Punkt, den ich vorhin hätte schon eigentlich ansprechen wollen. Ich glaube, du musst jetzt in so einem Spiel gegen Aberdeen nicht mit zwei Sechsern, zwei Achtern da irgendwie agieren. Also da kannst du dir auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen genehmigen. Ja,
Und lass doch einfach mal, vielleicht kann, ist doch auch für Larsson geil, dann kann er neben Götze mal im Zentrum zusammenspielen, dann können sie sich absprechen. Ja, das wäre auch geil. Was? Ja, egal. Ja? Nee, alles gut, ich habe keinen Bock mehr. Gott. Das ist gut. Dann es ist eine geile Mannschaft, ganz ehrlich. Ja. Ja, und ich meine, wir haben eine geile Mannschaft, da sind geile Spieler. Über viele Spieler noch gar nicht gesprochen hier mit Aaronson und so weiter. Ich glaube, der arme Leon, der schreibt seit einer Viertelstunde einfach konstant Aaronson hier in den Chat und wir ignorieren ihn die ganze Zeit oder ich ignoriere ihn die ganze Zeit. Ich habe es nicht gelesen, aber ja, genau. Ich hatte Aaronson auch im Kopf, habe ihn nur nicht untergebracht bekommen so direkt. Also ich finde den auch geil und ich würde den potenziell auch mal starten lassen auf jeden Fall. Ja. Oh, ich halte das kaum aus. Weil du hast halt mit Aaronson und Hauge hast du halt auch noch genau diese zentralen Hybridspieler, die dann auch mal ein bisschen außen ausweichen können. Da ist mein Problem. Da ist das Problem, was ich hatte, als René gesagt hat, mach doch mal die Aufstellung. Dann stehst du da, hast diese ganzen Hybridspieler, jeder kann irgendwie jede Position begleiten und dann musst du da so puzzeln und hinher schieben. Spinn die alle! Ja, genau. Und dann kommst du nämlich. Und wenn du dich da nach zwei Stunden durchgewurstelt hast, stehst du vorne und weißt nicht, wen du reinstellst. Ganz ehrlich, wenn die im Winter Jadon Sancho holen, dann raste ich aus. Nee, wirklich. Dann raste ich aus. Vielleicht will die Eintracht keine Stürmer. Dann sollen die mir das aber sagen. Sollen die sagen, hey, wir sind Eintracht Frankfurt. In unserer DNA steht kein Mittelstürmer. Ja. Dann weiß ich das wenigstens. Ist doch okay. Schwarz-weiß wie Schnee ohne Stürmer. Noch einen Zehner holen, Alter. Ja, okay. SGE, das S alles. Steht nicht für Stürmer. Ja. Polyvalenz, Alter, sein Vater, Alter. Mein Gott. Also, liebe Eintracht, äußert euch doch mal dazu und schreibt dem lieben Basti mal, ob ihr mit Stürmer oder für immer ohne Stürmer, aber so damit Basti einfach mal weiß, was jetzt nur Halbstürmer. Ich will, dass man, wenn die Aufstellung gemacht wird, mein vorm Spiel gar nicht mehr weiß, wo die spielen. So ein bisschen komplett Überraschung. Du hast dann so komplett fluide Spieler drin. So, du weißt ganz genau, okay, die Eintracht hat nur Spieler, die können alles. Das weiß der Gegner nicht. Und wenn die Aufstellung ist, dann, und der Kicker kann das auch gar nicht mehr in sein Ding reinschreiben. Ja. Wenn man nicht mehr weiß, was die machen. Ja, es ist System einfach komplett broken, weil nichts geht. Auch keine Nummern mehr. Auch keine Namen. Du weißt, die Eintracht spielt aber jetzt mit Masken. So mexikanische Wrestling-Masken. Einfach nicht. Dann weiß ja auch keiner, wer da spielt und was der spielt. Da muss man es sehen. Oh, allein die Vorstellung großartig. Aber wie geil ist es bitte, wenn sich dann keiner mehr auf einzelne Spieler einschießt? Weil das geht mir richtig auf die Nerven. Genau. Ja. Das ist wie die Schuluniform für Fußballspieler. Ja. Mexikanische Schuluniform. Das ist im Endeffekt eigentlich eine geile Idee. Man darf einfach nicht mehr wissen, wer es ist. Und dann kann man mal gucken, ob es vielleicht wirklich an Bias liegt, weil du einen Spieler nicht magst. Dann sagst du, verarscht, das war der gar nicht. Wie lustig wären dann auch so Transfers, wenn auch die gegnerischen Mannschaften nicht wissen, wer das ist. Und dann sagen die, ja, wir wollen den, der bei euch immer da und da spielt. Und dann zeigen die so ein Video und sagen, den da wollen wir kaufen. Und dann kaufen die den. Und wenn der ankommt bei denen, erfahren die erst, wer das ist. Genau, wie geil das wäre. Ich sag dir ganz ehrlich, Marvin ist ja jetzt nicht da, aber ich habe trotzdem durch Marvin auch immer so Wrestling-Fantasien, was Fußball betrifft. Und wie geil, stell dir mal vor, das ist auch dumm von mir. Aber ich habe mir wirklich vorgestellt, als wir das erste Spiel nach Transferschluss hatten. Stell dir mal vor, die Aufstellung wird gemacht und auf einmal sagt er mit der Nummer 11, Philipp Kostic. Ich denke so, ala. Wenn man einfach von einem Neuzugang erst bei der Aufstellungsruferei erfährt. Das ist ja auch überragend. Ja, wär auch. Stell dir das vor, du weißt es die ganze Zeit nicht. Und dann kommt die Aufstellung mit der Nummer 1, Kevin Trapp. Und dann kommt so, wird es dunkel im Stadion. Mit der Nummer 11, Philipp kommt. Und du denkst, So, die Eintracht soll ab jetzt ihre Neuzugänge so präsentieren. Die einfach gar nicht mehr Bescheid sagen. Die sollen mit Masken spielen im Training. Und dann werden die wie beim Wrestling einfach, dann wie als wenn irgendeiner zufällig beim Royal Rumble auftaucht. Oh no, Philipp Kostic. Vielleicht ist Philipp Kostic ja da und die Eintracht hat es uns nur noch nicht gesagt, alle. Meinst du? Das wäre ja geil. Wir werden das mal beobachten. Irgendwann, ganz ehrlich, wenn die Eintracht gegen Leverkusen spielt, zieht mitten im Spiel Boniface sein Trikot aus und hat einfach mal ein Eintracht-Trikot an, alle.
Ihr wechselt einfach die Seiten mitten im Spiel. Oh, wow. Die Bundesliga muss wie die WWE werden, so kann die sich retten. Du denkst so, was macht Boniface da am Trikot? Was macht er da? Ist das ein Eintracht-Trikot? Oh no! Boniface spielt bei der Eintracht! Und schießt dann einfach ein Tor für die Eintracht. Geil. So, also die Eintracht hat eigentlich Boniface schon geholt, da bin ich auch viel beruhigter. Wir wissen es nur noch nicht. Wir warten einfach noch auf die entscheidende Promo, dass er dann einfach den Turn bekannt gibt. Hervorragend. Herzlich willkommen. Dann hätten wir dieses Mysterium auch schon geklärt, meine lieben Freunde. Jetzt hätte ich gerne noch Ergebnistipps für euch und dann entlasse ich euch auch in die Nacht. Dann könnt ihr wieder welchen Fantasien auch immer nachgehen. Basti, was wäre denn dein Ergebnistipp für Donnerstagabend? 1-0. Uff. Okay, ganz einfach, 1-0, okay. Patricia? Also wenn ich nach Wahrscheinlichkeit gehe, dann nehme ich jetzt das 1-1. Ja, und das werde ich jetzt auch machen. Please, no. Ah, Patricia sagt 1-1. Ja, gut. Ich bin da ein bisschen optimistischer und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel, auch wenn es mir eigentlich viel zu früh ist. Es ist eigentlich von der Ansetzung her, ist es so ein klassisches Abendflutlicht-Gedöns-Spiel, aber ich habe da trotzdem richtig Bock drauf und ich glaube, dass auch Tore gehen und ich vertraue unserer Abwehr und bin jetzt mal sehr mutig und sage, das wird einfach so ein solides 3-0. Jetzt frag mich bitte nicht, wer die Tore schießt, das kann ich ja noch nicht sagen. So, das wissen wir doch auch nicht. Kurzfristig. Achso, müssen wir ja gar nicht wissen. Ist der mit der mexikanischen Schuluniform? Genau, ja, irgendein Eintracht-Spieler. Genau. Und am Ende reißt er sich die Maske runter. Und am 34. Spieltag wird dann erst die Torschützenliste veröffentlicht. Hervorragend. Ja, sehr schön. Dann haben wir doch auch dieses Thema abgehakt über das kommende Bundesligaspiel seines Zeichens gegen Freiburg am Sonntag um 17:30 Uhr. Sprechen wir jetzt noch nicht, weil das ist einfach noch viel zu weit weg und da kann man jetzt noch nichts sagen. Von daher könnt ihr dann einfach in der nächsten Woche, meine Damen und Herren, hier die Nachbetrachtung anhören, wenn wir dann hier gegen dieses Spiel oder über dieses Spiel sprechen, was hoffentlich nicht, wie Basti es vorhin kurz mal in den Raum gestellt hat, mit einer Niederlage für die Eintracht endet. Aber besprechen werden wir es auf jeden Fall. Nächste Woche. So, jetzt würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Restwoche und viel Spaß an alle, die am Donnerstag im Stadion sind. Bis dahin, macht's gut.